Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Waffen mit Fluch 3, also BF3 quasi. ja, okay, nee, das brauchen wir nicht mehr, da waren wir schon. Wir spielen weiter natürlich mit George jetzt endlich wieder. Und dort finden wir dann auch... Wer bist du denn? Hören Sie mich? Können Sie sprechen? Wer sind Sie? Freund. Ja? Freund. Ja, richtig. Ich bin Ihr Freund. Gefahr. Was? Die Welt ist in Gefahr. Susarro. Wer ist Susarro? Bloß ein paar Sekunden länger und er hätte mir viel mehr sagen können. Armer Kerl. Ja, aber dann wäre das Spiel langweilig. Also untersuchen wir das mal. So etwas konnte ich blind. Tatsächlich machte ich es meistens so. Ich fand nichts, außer seinem Ausweis. Scholl Mondeli, der Mann, den ich hätte treffen sollen. Teil 4 und wir haben schon zwei Leichen untersucht und beide Male einen Ausweis gefunden. Scholl Mondeli war mausetot. Erschossen. Besser ist das. So, dann gucken wir nochmal, was hier ist. Es sah nicht besonders gemütlich aus. Jetzt war nicht der richtige Moment für ein Nickerchen. Ach, hier hat man gerade so Lust drauf. Für ein Bierchen wäre eigentlich mal Zeit. Jetzt trinken wir noch eins. Doch, können wir gar nicht. Schade, ich hätte zuerst mal ein Bier getrunken. An seiner Stelle. Es sah aus wie ein riesiges Omega-Zeichen. Und in der Mitte war eine Art Schlitz. Das ist ja wie bei einer Frau. Nichts geschah. Ja. Er hat's nicht drauf. Wenn ich das gemacht hätte, dann wäre das... Ah, nee, komm, den spare ich mir den jetzt. Ich glaube, den spare ich mir jetzt, okay. Mitten in dem Durcheinander lag eine Postkarte. Sie kam aus England, aus einem Ort namens Glastonbury. Hm. Unterschrieben war sie mit Bruno. Die Postkarte zeigte ein nostalgisches englisches Dorf. Auf der Rückseite stand eine Nachricht. Musste Paris eilig verlassen. Schlage vor, sie tun dasselbe. Susarro weiß über sie Bescheid. Ihr Freund Bruno. Dem Poststempel nach war die Karte in einem Ort namens Glastonbury abgeschickt worden. Okay. Der Ausweis gehörte Scholl Mondeli, dem toten Erfinder. Sonst noch was? Hier ist ein Schrank. Aufmachen. Sie waren in höchster Eile gepackt worden. Sie enthielten nichts, was ich hätte gebrauchen können. Mach auf! Ein paar Umzugskartons. Anscheinend wollte jemand schleunigst hier verschwinden. Ja, denn eben nicht, du Arsch! Weißt du, ich habe ja nur gedacht, das wäre ja voll sinnvoll irgendwie. Ich kam nicht dahinter, wie die Tür zu öffnen war. Kommst du nicht hinter die Tür? Großartig, eine Tür ohne Klinke. Ja, schade eigentlich. Der alte Trick mit der Druckplatte, wie? Ja, gut, ziemlich offensichtlich. Nimm mal das Ding. Und nochmal. Er stöhnt lange nicht so geil wie Nico. Zugegebenermaßen. Okay, Druckplatte beschwert. Damit können wir jetzt in den... Ah, ist eingehakt. Okay, ist das? Ich steckte meinen Finger in das Loch. Nichts geschah. Alter, diese Anspielung geht mir langsam zu weit, mein Freund. Das würde nicht funktionieren. Erst findet er Spalten in der Mitte, dann steckt das Ding in den Finger ins Loch. Ich glaube, es hakt, Jungs. Okay. Die Zylinder waren an die Maschine des Erfinders angeschlossen. Ich würde einen anderen Ausgang finden müssen. Die Maschine lebt. Wahnsinn. Er hat das Ding also tatsächlich gebaut. Ob ich es wohl zum Laufen bringen konnte? Hallihallo Leute, ein Absturz brachte dieses Spiel zum Erliegen. Wir probieren das Ganze nochmal. Die Maschine stotterte wie ein Motor, dem der Sprit ausgeht. Die Maschine lief, aber nur so eben. Hä? Okay, ich habe doch was anderes gehört. War das hier? Da! Huch. Wollte nichts kaputt machen.
Ich hatte Aufmerksamkeit erregt. Aber waren das die Guten oder die Bösen? Die, die mich umbringen wollen oder die, die mich nicht umbringen wollen, meinst du damit, ja? Jetzt war sie endgültig kaputt. Sie war völlig zerstört. Letztes Mal hat er irgendwie was anderes gesagt, keine Ahnung. Egal, wir nehmen uns mal was mit. Ich nahm den Hebel. Der Hebel, der ist schon mal gut. Und was ist das da? Dies war wohl kaum die hiesige Fußballmannschaft. Meine lieben Freunde, beruhigt euch. Eure irrationale Angst vor dem Tempel wird allmählich lästig. Nicht vor dem Tempel, Monsieur, sondern vor den Göttern da drin. Sie haben sie geärgert. Das ist ein böser Ort. Wir werden alle sterben. Welch tiefe Einsicht, mein Bester. Je eher deine Kollegen das abgestürzte Flugzeug durchsucht haben, desto eher können wir fortgehen. Ja, Monsieur Susaro. Susaro. Okay. Das war also Susaro. Ja, das war auch Susaro. Okay. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier mit diesem Hebel hier... irgendwas machen. Der Stab sah aus, als hätte er die passende Größe für das Loch. Ja, das ist doch super. Ja, das denke ich mir auch öfter mal. Kann ich mir ja die Hose... Cool, er passt. Ja, genau, das denke ich mir dann auch. Ey, cool, der passt ja. Komisch, wieso das denn? Okay. Und noch? Hat sich jetzt was geändert? Was ist denn jetzt noch? Auf den zweiten Blick fand ich eine Lupe. Oh, die habe ich letztes Mal genommen. Plötzlich war ich 5 Jahre alt und wieder in Kalifornien. Ich zündete gerade den Sonnenhut meines Vaters an. Ja, Sonnenhut. Sonst gab es nichts von Interesse. Kann ich den nochmal durchsuchen? Armer Kerl. Ich konnte sonst nichts für ihn tun. Ja, okay. So, aber sonst, was soll ich denn sonst machen? Jetzt war nicht der richtige Moment für ein Nickerchen. Ja, doch, eigentlich schon. Es war ja eigentlich total gut jetzt. Achso, ich mache mal meine Heizung aus, sonst habt ihr die ganze Zeit so ein Nebengeräusch hinten im Hintergrund. Ah, das wäre auch blöd. So. Ja, was machen wir denn jetzt? Warum haben wir jetzt diesen Hebel da reingemacht? Wenn nichts ändert? Okay. Erstaunlich, das passte genau. Ich zog den Stab aus dem Loch in der Wand. Aber es ändert doch nichts. Hä? Bin ich auch nochmal? Das würde ich auf keinen Fall tun. Es gab keinen Grund, das zu versuchen. Aber sonst haben wir doch nichts. Nee. Ach Quatsch, hör auf. Mach zu. Okay. Ja, jetzt bin ich schon wieder ratlos. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch blöd, wenn ich ratlos bin. Was ist denn, warum bringt dieser Hebel denn da nix? Achso, Moment mal, da oben ist doch was. Aha. Okay, da muss ich bestimmt jetzt mit diesem Dreck hier nehmen. Das hält der bestimmt von alleine auf. Ah ja. Nochmal. Ja. Und los. Und einmal rein. Oh. Oh, mit aller Kraft. Komm schon. Mein kleiner Georgie. Noch einmal. Ja, ich denke, das tut's. Und los geht's. Oh je. Oh mein Gott. Und nochmal. Super. Okay. Und jetzt loslassen. Draufsteigen. Und hoch da. Wunderbar. Okay. Da oben haben wir was? So sehr ich es auch versuchte. Ich kam nicht an das Nest ran. Ein Nest, okay. Brauchen wir was mit diesem Nest? Können wir es irgendwie anzünden? Das war keine besonders gute Idee. Nicht? Mit dem Metallstab vielleicht? Ah ja. Okay. Damit war es geschafft. Und was ist damit? Das Vogelnest war trocken wie Zunder. Ich hatte es bereits nach Spinnen abgesucht. Okay. Also bräuchte es, um irgendwas anzuzünden. Dafür habe ich auch die Lupe schon. Das ist einfach zu offensichtlich. Mhm.
Ja, also übrigens, nach dem Absturz muss ich das ganze Spiel nochmal spielen. Und da man die Dialoge nicht abbrechen kann, war das nicht unbedingt schön. Ja, was denn jetzt? Geht's nicht weiter? Wozu musste ich jetzt... Ach doch, da oben, guck. Und da ich die Dialoge nicht abbrechen konnte, musste ich mir die ganze Scheiße nochmal anhören. Na, wobei, ich habe jetzt nicht mehr alle Dialogoptionen, sondern nur noch die wichtigen gemacht. Natürlich. Aber trotzdem, sehr, sehr ärgerlich gewesen. Ich hoffe, dass es nicht nochmal passiert. Und raus hier. Und dann wollen wir nochmal gleich eine Speicherung machen. Ärgerlich. Entschuldigung. Wobei ich immer einen neuen Speicherstand mache, weil ich möchte mal einen Speicherstand, bevor ich wieder anfange, haben. Nicht, dass da irgendwas mit der Aufnahme passiert, nicht, dass alles neu aufnehmen muss oder sowas, weil der Ton nicht drauf ist oder so ein Zickerscheiß. Aus dem Augenwinkel entdeckte ich eine vertraute... Warum hat es abgebrochen? Harry hatte es also doch geschafft. Okay. Ja, das ist ziemlich einleuchtend. Was das würde mir als Anzünder dienen. Und... Erlekin, flutsch. Okay, und jetzt noch mit der Lupe drauf. Yippie! Genau wie die Hölle. Sehen Sie doch, Monsieur! Das Böse! Es ist da! Uiuiuiui. Au! Komm, Typi, fahr zurück und hol mich ab! Muss ich reagieren? George, schnell hierher! Muss ich was drücken? Ihr Idioten! Es ist nur ein Trick! Kommt sofort zurück! Los, Harry, wir müssen hier verschwinden. Da habe ich alles längst geplant, Kumpel. Während der verrückte Australier mir das Leben rettete, wurde mir eines klar. Ich würde nicht nach Idaho ins Büro zurückkehren. Ich hatte genug von Patenten. Nein, ich würde nach England gehen, um den geheimnisvollen Bruno zu suchen. Wunderbar. Und wir sind wieder auf einem Abenteuer. Ja, damit ist das Intro quasi durch. Glastonbury, England. Um kaum einen anderen Ort der Welt ranken sich mehr Legenden und mystische Erzählungen. Angeblich ist Josef von Arimathea aus dem Heiligen Land hierher gereist. Und zwar nicht, um überteuerte Kristalle zu kaufen. Irgendwo zwischen all dem New Age-Hokuspokus war ein Mann namens Bruno. Und ich würde ihn finden. Und ich gucke erstmal, wie lang die Folge jetzt schon geworden ist. Bis dann. Okay, wir haben noch ein paar Minuten über. Und da rennt schon einer rum. Und den werden wir doch direkt mal ansprechen, wo wir überhaupt sind und was wir überhaupt wollen. Dass es sich überhaupt lohnt, hier rumzulaufen. Guten Morgen. Das sagt sich leicht für Sie, nicht wahr? Wieso? Ist der nicht gut? Nein, Sir. Überhaupt nicht. Was ist denn so schlimm daran, wenn ich fragen darf? Das würden Sie nicht verstehen. Vielleicht doch. Unmöglich, Sir. Es sei denn, Sie sind Vater. Und das sind Sie nicht, oder? Nein, aber woher wussten Sie das? Sehen Sie mal in den Spiegel. Unreif, keine Sorgenfalten. Optimistische Ausstrahlung. Ah ja. Also was kann nur ein Vater verstehen? Ich könnte es Ihnen sagen, aber Sie würden es nicht begreifen. Möglicherweise doch. Ich habe mal Urzeitkrebse aufgezogen. Komplizierter kann das auch nicht sein. Ja. Also gut. Haben Sie vom alljährlichen Glastonbury Festival für Populärmusik... Das Glastonbury Festival für Populärmusik? Eins der populärsten Festivals für Populärmusik, die es in der Populärmusikwelt gibt. Meine Tochter Melissa ist dieses Jahr hingegangen. Gegen meinen Wunsch, versteht sich. Sie sind kein Freund von Musikfestivals, nicht wahr? Mein lieber Junge, eine Horde halbnackter Jugendlicher taumelt entrückt im Takt hirnloser Musik herum. Zu essen gibt es nur Hippie-Fastfood, zu trinken verdächtiges und alle stehen unter dem Einfluss halluzinogener Drogen. Ist das etwa Ihre Vorstellung von Spaß? Mir würde das gefallen. Wie bitte? Ich sagte, hat es Ihrer Tochter gefallen? Sie ist nicht zurückgekommen. Aha. Haben Sie mit der Polizei gesprochen? Das geht die Polizei nichts an. Melissa hat mich angerufen und gesagt, dass sie nicht mehr heimkommt. Sie hat von einer Nummer in Glastonbury angerufen. Sie muss noch hier sein. Und wenn sie sich mit jemandem eingelassen hat,
Ich hab meine Flinte im Land Rover. Doppellauf, 30er Kaliber. Zur Vertilgung von Ungeziefer. Okay, wir scheinen irgendwie ein Soundproblem zu haben. Ich mache jetzt diese Sachen noch durch, dann mache ich sowieso Ende der Folge und dann starte ich das Spiel mal neu, damit wir dieses Problem hoffentlich los sind. Bis dann. Bis dann. Jetzt erstmal weiter geredet. Ich heiße George Stobbart. Ein Yankee, wie? Colonel Butley, Rutland Lancers 3. Bataillon im Ruhestand. Irgendwie habe ich mir schon gedacht, dass Sie Soldat sind. Tja, man kriegt zwar den Kerl aus der Armee, aber die Armee nicht aus dem Kerl, was? Vielleicht lag es daran. Oder auch an der Aura von latent vorhandener Gewalt, die ihn umgab. Erkennen Sie das? Der Glastonbury Tor. Was wissen Sie über den Tor? Guter Platz für eine Artilleriestellung. Gut, okay, danke. Sagt Ihnen dieser Ausweis irgendetwas? Ihnen gehört er nicht. Hab den Kerl nie gesehen. Haben Sie den gefunden? Ja. Dann sollten Sie ihn auf dem Polizeirevier abgeben. Okay. Gut, dann machen wir jetzt aber Ende der Folge. Das reicht sowieso, glaube ich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.